Der Zug fährt ein in einer neuen Folge Lacuna. Hallo Leute, wir sind kurz davor, Anschlag zu verhindern. Ich bin mal optimistisch. Wir haben herausgefunden, dass ein Anschlag auf einen Tempel hier in der Stadt verursacht werden soll oder ausgeführt werden soll. Und ich bin da jetzt persönlich hingereist, um mich darum zu kümmern, dass das nicht passiert. Warum schicke ich nicht einfach meine Kollegen oder die Kollegen von Neil? Ich bin ja Dennis. Meine Kollegen wollen da nicht hin, die arbeiten in einer IT-Firma. Aber die Kollegen von Neil, die gehören zu einer Agency, also einer Polizeibehörde. Wir haben nur Zigaretten gekauft, genau, alles gut. Und warum gehen die da nicht hin? Naja, weil Neil leider erpresst wird von einer anderen Gruppierung, nicht von den Terroristen. Zumindest glaube ich, dass das nicht dieselben sind. Und die haben gesagt, nee, sag mal nicht der Polizei Bescheid. Wir kümmern uns um die Terroristen. Und weil ich denen halt nicht auch nur annähernd so weit traue, wie ich sie werfen könnte, sprich wenige Zentimeter, gehe ich da jetzt selber hin zum Tempel und guck mal, ob ich nicht vielleicht den Anschlag verhindern kann. Guten Abend. Ist der Tempel geöffnet? Guten Abend. Tut mir leid, aber der Tempel ist bis 6 Uhr morgens geschlossen. Könnten Sie mich ganz kurz reinlassen? Es wäre mir sehr wichtig. Ich fasse auch nichts an. Worum geht's denn? Seit der Ankündigung der Befreier haben wir striktere Vorschriften. Das ist ja grundsätzlich auch gut. Sind beängstigende Zeiten für uns Savianten. Letzte Nacht hat jemand Fuck Savians an eine der Tempelwände gesprayt. Bitte, es ist dringend. Ich lüge den jetzt nicht an, keine Ahnung. Ich kenne mich auch gar nicht aus. Ich weiß nicht, ob die ein Abendritual haben. Weiß ich nicht. Ich kann Ihnen nichts Genaues sagen, aber ich muss unbedingt da rein. Tut mir leid, aber ich muss Sie bitten, jetzt zu gehen, sonst muss ich die Polizei rufen. Ich bin die Polizei. Naja, egal. Scheiße. So, gibt's hier irgendwas? Hier hat Fuck Savians, ja tatsächlich. Fiese Sache. Das ist aber nicht schön. Okay. Da kann man nichts machen. Hier gibt es aber einen Hintereingang. Es gibt immer einen Hintereingang. Deswegen bin ich hier nach hinten gelaufen. So. Ist hier irgendwo jemand? Finde Moore. Also wir können da nach hinten. Wir können hier vorne in den Hauptaltarraum vom Tempel. Hätte ich den jetzt anlügen sollen, dass ich was vergessen habe beim Ritual? Aber ich weiß ja gar nicht, ob es ein Abendritual gibt. Ich kenne mich halt geil ein bisschen aus mit dieser Religion. Die wurde uns ja bisher auch noch nicht weiter groß nahegebracht. Also im Sinne von, was sind die Liturgien, was sind die Regeln? Was glauben die eigentlich genau, die Savianten, im Vergleich zu uns anderen, wer auch immer wir sind? Also ich weiß ja nicht mal, was für einen Glauben Neil hat oder der Durchschnitt der garianischen Bevölkerung. Also es scheinen ja andere Religionen zu sein als auf unserem Planeten. Es ist jetzt nicht irgendwie, die anderen sind alle Christen und die hier sind irgendwelche Savianten. Jetzt bin ich auf dem Dachboden. Gucken wir doch mal, ob hier irgendwo der Kollege ist. Der Moore, den wir suchen, der Sicherheitsmann von Cox Security. Da ist auf jeden Fall einer. Er scheint da irgendwas zu machen. Sich einen runterzuholen. Ich weiß nicht genau. Mr. Moore, CDI, nehmen Sie die Hände hoch und legen Sie die Bombe weg. Fuck. Scheiße, die haben den Typen erschossen. Oh nein, oh nein, oh nein. Sie sind da. Hören Sie mir gut zu. Diese Leute werden Sie erschießen, wenn Sie nicht kooperieren, okay? Was zur Hölle reden Sie da? Was geht hier vor sich? Mr. Moore, ich bin vom CDI. Sie müssen mir vertrauen. Sagen Sie diesen Leuten... Ich habe nichts getan, okay? Ich befolge nur die Anweisungen von meinem Boss. Sagen Sie ihnen das. Wem soll ich das sagen? Den Leuten, die gerade die Treppe hochkommen. Sagen Sie ihnen die Wahrheit, wenn sie am Leben bleiben wollen. Wenn wir Glück haben, werden sie dann nicht verschleppt. Neil, was zur Hölle machst du denn hier? Nicht schießen! Beruhigt euch! Scheiße, habt ihr gerade den Wachmann erschossen? Wer zur Hölle ist das, Zora? Das ist unser Spion. Ignoriert ihn. Schnappt euch den anderen Typen und sorgt dafür, dass wir nicht in die Luft fliegen. Mr. Moore, Sie kommen mit uns. Neil, was soll das? Ich hoffe, das ist keine Falle, sonst ist Laura tot. Was zum... Wer seid ihr? Lasst mich in Ruhe. Das ist keine Falle. Ich bin alleine hier. Was macht ihr mit ihm? Das geht dich nichts an. Wir hatten eine Abmachung. Moore ist nur ein Handlanger.
Hör zu, ich glaube, dass Moore nur ein Handlanger ist. Er befolgt nur die Anweisungen von den größeren Fischen im Hintergrund. Das sind die, die wir uns genauer anschauen sollten. Okay, dann schau sie dir genauer an. Also lasst ihr Moore in Ruhe? Nein. Nein, bitte, ich habe nichts getan. Lass mich ihn festnehmen. Er verdient ein faires Gerichtsverfahren. Was redest du da? Zora, wir müssen uns beeilen. Tut mir leid, Neil, wir müssen sicherstellen, dass du uns nicht folgst. Wurde er jetzt echt von irgendeiner Söldner-Tussi, Entschuldigung, aber überwältigt? Was ist er denn für ein Special Agent? Also, ich meine nicht, dass... Aber egal. Mein Kopf und meine Schulter schmerzten und ich fror, als ich wieder zu Bewusstsein kam. Ich war erleichtert, als ich feststellte, dass ich immer noch im Tempel war und nicht gefesselt auf dem Rücksitz eines Vans saß. Zora und ihre Leute waren spurlos verschwunden. Aber die Bombe war noch da. Sie war entschärft. Oder vielleicht auch nie scharf gemacht worden. Wäre Young dabei gewesen, hätte sie eine vollständige Analyse des Sprengstoffs vornehmen können. Zum Glück ließen allein schon die Form und das Label keinen Zweifel daran, dass es sich um Sinion-Sticks handelte. Bomben, die zum Ausbau von Minenschächten benutzt wurden. Niemand außerhalb der Bergbauindustrie hatte Zugriff auf diese Art von Sprengstoff. Die Freude über meinen Fund währte jedoch nur kurz. Dann brach der Rest der Wirklichkeit über mich herein. Wie würde Zoras Boss reagieren, wenn er erfuhr, dass ich zum Tempel gekommen war? Was hatten Zora und ihre Leute mit Moore vor? Und, fuck, was war mit dem Wächter? Ja, da unten liegt ein Toter, wir haben hier eine Bombe, wir können auch niemandem davon erzählen, also es ist alles nicht so einfach. Ich meine, ja, wir können jetzt die Bombe untersuchen und so, aber es ist, also wie sollen wir irgendeinem unserer Kollegen sagen, was wir hier gefunden haben? Also, wie haben wir das rausgekriegt? Wir haben ja nicht davon berichtet. Wir haben ja so getan, als hätten wir nichts rausbekommen von Moores Frau, also von der Frau von dem Typen, der hier gerade verschleppt wurde. Durch das Fenster im Dachboden hatte ich nicht viel sehen können. Aber es hatte sich so angehört, als hätten sie auf ihn geschossen. Mein Herz raste, während ich die Treppen hinunterlief. Ja, der Wächter ist einfach tot vorne. Den haben die einfach kalt gemacht. Also so sah es zumindest in der Videosequenz aus. Wir haben ja mehr gesehen als Neil. Wir konnten ja... Mit der Kamera waren wir ja sozusagen direkt... bei dem Geschehen. Und nicht nur wie er oben im Dachboden. Ich gehe mal wieder hinten raus. Nicht, dass irgendwer das Gefühl hat, dass ich da was mit zu tun hatte. Soll keiner sehen, dass ich da vorne durch den Haupteingang komme, wenn da ein toter Mann liegt. Er ist mitten in der Nacht. Den findet jetzt auch keiner so einfach. Fuck, er ist tot. Wer hätte das gedacht? Wieso geht er jetzt wieder rein? Wieso gehst du jetzt rein? Warum zur Hölle gehst du jetzt? Okay. Er ist tot. Steig in den Zug. Na, das ist doch mal sehr erfolgreich gelaufen, würde ich sagen. Ein toter saviantischer Tempelwachmann und ein verschleppter Mr. Moore, der höchstwahrscheinlich totgefoltert wird oder so. Hätten sie einfach mal auf mich gehört, dann bräuchten sie den jetzt gar nicht. Dann hätte ich ihnen sagen können, dass Cox das war, sein Boss. Ach Gott, ey. Ist das, warum muss das alles so verworren sein? Man sieht übrigens überall Millex-Werbung für diesen Mining-Konzern, für diesen Minenkonzern, der ja scheinbar irgendwie mit drin steckt in der ganzen Sache. Die Frau von dem Moore, die hat ja auch für Millex gearbeitet und hat da ja schlimme Lungenkrankheit davon getragen. Es scheint also ein Konzern zu sein, der über Leichen geht. Zumindest von seinen Mitarbeitern. Möglicherweise gehen sie auch über Saviantenleichen, um Geld zu verdienen. Ja, das kann ja immer noch sein, dass es deswegen, dass sie... Soll ich jetzt eigentlich nach Hause gehen? Rede mit Cat, optional geschlafen. Ich rede mal mit Cat. Nicht, dass sie dankbar dafür sein wird, was ich so tue. Den lieben langen Tag. Ah, ich finde wieder die Wohnung nicht, ne? Das ist immer derselbe Scheiß. Hey Saito, was gibt's? Hey Neil, ich habe gute Neuigkeiten. Unsere IT-Abteilung hat es endlich geschafft, die Daten von Cox zerstörten Festplatten wiederherzustellen.
Das meiste sind Rechnungen und Verträge, nicht sonderlich interessant für unseren Fall, wenn auch ziemlich illegal. Aber es war auch eine gelöschte Nachricht dabei, die mir gleich ins Auge gesprungen ist. Sie wurde über das Mercurius-Netzwerk versendet, genau wie die Nachricht an Gonzales. Ich bin ziemlich sicher, dass sie von dem Drahtzieher hinter den Befreiern kommt. Ich schicke sie dir auf den Cell. Ich sag euch, das ist der Chef von Millex. Der hat Dreck am Stecken, wer auch immer, also was auch genau auch immer er will. Aber ich gehe davon aus, dass er einfach viel Geld verdienen will mit diesem Mineralien da auf diesem Tylenium oder wie das hieß, auf Drovia. Gute Arbeitszeit, schaue ich mir morgen früh an. Ich muss erst ein wenig schlafen. Klingt, als ob wir endlich Fortschritte in unseren Ermittlungen machen. Ja, weil alle anderen Fortschritte verheimliche ich ja immer meinen Kollegen. Das ist wieder Millex-Werbung. Die wollen mir einfach subconscious immer und immer und immer wieder diese Firma irgendwie unterjubeln, damit ich ja nicht erst vergesse, dass die vielleicht wichtig sind. No News. E-Mail. Okay, das ist diese Mail von Saito jetzt gerade. Albert, das ist eine Weile her, dass wir das letzte Mal gesprochen haben. Ich hoffe, es geht dir gut. Erst einmal möchte ich dir für unsere gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren danken. Ich bin sehr froh, dass unsere Tylanium-Transporter auf Gara von einem drovianischen Landsmann überwacht werden. Außerdem habe ich einen Vorschlag für dich. Da unsere Zusammenarbeit so gut läuft, dachte ich, wir könnten sie ein wenig ausbauen. Ich könnte deine Hilfe bei einer Mission gebrauchen, die ich schon seit einigen Jahren plane. Das Ganze ist nicht ganz unriskant, aber ich kann dir versichern, dass die Bezahlung gut sein wird und vielleicht noch wichtiger, dass die Mission unseren beiden Firmen eine strahlende Zukunft bescheren wird. Und dass wir Rache üben können für das, was unseren Eltern widerfahren ist. Lass mich wissen, ob du interessiert bist. Herzlich A. Also der Chef von der Firma, ich nehme an, das ist Millex, aber ich weiß es natürlich noch nicht, heißt auch irgendwas mit A. Genau wie der Cox Albert heißt. Also irgendwer mit A. Eskalation auf Drovia. Nach dem Mord an Benny und dem gestern veröffentlichten Video der Befreier hat sich die Situation auf Drovia massiv zugespitzt. Überall in der Kolonie kam es zu Demonstrationen und unter der Führung von Mitgliedern der Saviantischen Front teilweise auch zu gewaltsamen Ausschreitungen. Mehrere Ladenlokale, vorwiegend von nicht-saviantischen, garianischen Eigentümern, wurden mutwillig beschädigt und geplündert. Die Demonstranten forderten die sofortige Unabhängigkeit Drovias von den garianischen Mördern. Premierminister Marav hat die Demonstranten friedlich bat, die Demonstranten friedlich zu bleiben, betonte jedoch gleichzeitig, dass Gara mit schwerwiegenden Konsequenzen zu rechnen habe. Der Garianische Rat der Savianten forderte Präsident Robertson dazu auf, weitere Anschläge um jeden Preis zu verhindern. Die Savianten auf Gara fürchten um ihr Leben, beklagte der Vorsitzende des Rates Ivan Broker. Viele gehen momentan nicht zur Arbeit oder zur Schule, weil sie Angst haben, ihr Haus zu verlassen. Tourismusexperten zeigen sich derweil überrascht über das plötzliche Auftreten der Befreier. Sie kamen scheinbar aus dem Nichts, kommentiert Melissa Weilert, Extremismusforscherin an der Melina-Universität. Soweit wir wissen, sind die Befreier aus keiner bestehenden radikalen Gruppierung hervorgegangen, was äußerst selten und überraschend ist. Ja, die sind halt auch künstlich erzeugt. Ich bin mir da voll sicher, dass die sozusagen gar nicht als Gruppe existieren, sondern dass sie nur ein Aushängeschild von eben einer Geheimorganisation, wie zum Beispiel einem Konzern sind, der Unruhe stiften will, um seine wirtschaftlichen Ziele zu erreichen. Neil, irgendwas Neues? Nein. Scheiße, ich habe solche Angst. Was, wenn diese Leute lügen? Was, wenn sie nicht vorhaben, Laura gehen zu lassen? Ich habe mit ihnen geredet. Sie haben mir versichert, dass sie nur hinter diesen Daten her sind. Sie werden ihr Wort halten, okay? Pass auf, wenn wir Laura bis morgen nicht zurückhaben, rede ich mit dem CDI und bitte sie um Hilfe. Okay, ja, okay, klingt gut. Hey Neil, ich bin froh, dass ich das nicht alleine durchstehen muss. Wenn ich nicht da wäre, dann müsstest du das gar nicht durchstehen. Das ergibt alles gar keinen Sinn. Ich auch. Ich habe es in den letzten Jahren oft vermisst, mit dir zu reden. Kat, es tut mir so leid, dass ich nicht mehr Zeit mit dir und Laura verbracht habe. Ich konnte einfach nicht. Es tat zu weh. Ich weiß, das klingt egoistisch und das ist es auch. Das war scheiße von mir. Nein, ich kann dich verstehen. Mir ging es ja ähnlich. Ich habe immer gesagt, dass du dich mehr um Laura kümmern sollst, aber manchmal war es leichter, alles selbst zu machen, als dich dauernd sehen zu müssen. Schöner Moment. Blöd, wenn morgen Laura tot ist. Dann war das der letzte schöne Moment vielleicht. Ich muss nach Hause und mich ausruhen. Wir sehen uns morgen. Okay, bis dann. Supi. Ja, dann gehen wir mal nach Hause. Das ist ja, liegt ja Gott sei Dank alles auf derselben Straße, mehr oder weniger.
muss ich einfach nur hier geradeaus laufen und dann wohne ich da in den Apartments. Ich muss aber nach oben, oder? War das nicht so? Genau. Und wartet jetzt wieder irgendjemand in meiner Wohnung auf mich? Vielleicht fragst du dich, wie ich während dieser ganzen Sache so funktionsfähig geblieben bin. Wie ich es geschafft habe, nicht zusammenzubrechen, angesichts des hohen Drucks und der furchtbaren Angst, meine Tochter zu verlieren. Ich glaube, es lag daran, dass ich im Lauf der Jahre wirklich, wirklich gut darin geworden war, die Stimmen in meinem Kopf auszublenden. Sie hat mir schon immer schlimme Dinge eingeflüstert. Und nun gab es noch mehr zu unterdrücken. Mehr, was unter der Oberfläche brodelte. Wenn die Situation noch einige Tage länger angedauert hätte, wäre ich wahrscheinlich früher oder später implodiert. Ja, das klingt sehr gesund. Alles immer schön runterschlucken. So machen wir das hier. Oh. Und? Schon wieder jemand? Oh Mann, Zora, ey, du kotzt mich an. Lass mich doch einfach mal pennen. Da bist du ja. Zora, was willst du dieses Mal? Mein Boss ist sehr zufrieden damit, wie alles gelaufen ist. Abgesehen davon, dass du unabgesprochen in der Kirche aufgetaucht bist. Mach sowas nicht nochmal, okay? Warum zur Hölle habt ihr den Wachmann getötet? Das war überhaupt nicht notwendig. Ich habe ihn nicht erschossen, das war Moon. Ja, aber es hätte so viele Möglichkeiten gegeben, ihn... Was habt ihr mit Moore gemacht? Das geht dich nichts an. Sag es mir, ich habe ihn euch ausgeliefert. Wir haben mit ihm geredet. Sieht nicht so aus, als ob er viel weiß. Er hat gesagt, dass sein Boss ihm die Instruktionen gegeben hat, dass er keine Ahnung hat, wer hinter allem steckt. Wir müssen versuchen, die Daten wiederzubekommen. Das scheint unsere beste Chance zu sein, an unser Geld zu kommen. Aber dafür brauchen wir deine Hilfe. Heute Abend um 19 Uhr starten unsere Hacker den Angriff. Allerdings brauchen wir dafür jemanden, der Zugang zu einem CDI-Computer hat. Ein neuer User namens 4x458 wird im Netzwerk erscheinen. Du musst ihm Admin-Rechte erteilen. Zora, ich habe keine Ahnung, was das alles bedeutet oder wie das geht. Oder ob das mit meinem Account funktioniert. Ich hatte befürchtet, dass du das sagst. Du musst vermutlich einen Systemadministrator um Hilfe bitten. Wie stellst du dir das vor? Hey, IT, könnt ihr mir helfen, ein paar Hackern Zugang zu unserem Netzwerk zu geben? Gibt es niemanden in deinem Team, den du fragen kannst? Jemand, der dir glauben wird, wenn du sagst, dass du das Richtige tust? Du hast schon jemanden im Sinn. Du redest von Saito. Das geht nicht. Was, wenn er sich weigert? Das ist dein Problem. Du bist ein guter Redner. Zwing ihn, wenn du musst. Wenn wir erst beim Netzwerk drin sind, haben wir nicht viel Zeit, bis das System uns wieder rausschmeißt. Uns bleiben ein paar Sekunden, um zum richtigen Ordner zu navigieren. Damit wir das schaffen, müssen wir wissen, wo die Daten gespeichert sind. Und dafür wiederum müssen wir herausfinden, worum es in den Daten geht. Das ist dein Job. Wie läuft's mit der Akte, die ich dir geschickt habe? Ich mache Fortschritte, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich schon alle Informationen habe, die ich brauche. Dann beeil dich, du musst die Akte vor 19 Uhr hochladen, damit wir den Hack starten können. Scheiße, ja okay. Ich rufe dich an, sobald du die Akte hochgeladen hast. Stell sicher, dass ihr dann an einem Computer sitzt. Sobald ihr die Daten habt, überträgst du sie auf einen Stick. Wir treffen uns heute Nacht um 23 Uhr zur Übergabe. Ich dachte, ich darf endlich mal schlafen. Hier sind die Koordinaten von unserem Treffpunkt. Liegt ein bisschen außerhalb, also mach dich rechtzeitig auf den Weg. Wenn wir heute Nacht die Daten bekommen, lassen wir Laura gehen. Das ist das Letzte, worum wir dich bitten. Ihr habt grundlos den Wachmann im Tempel erschossen. Warum sollte ich glauben, dass ihr Laura gehen lasst? Das weißt du nicht. Du musst mir vertrauen. Wenn ich Saito in die Sache reinziehe, verliere ich meinen Job beim CDI. Wahrscheinlich muss ich ins Gefängnis. Ich muss wissen, dass Laura überlebt, wenn ich euch helfe. Sag mir, dass es einen Unterschied macht für dich. Dass es dir nicht egal ist, wenn ein junges Leben ausgelöscht wird. Ich bin nicht diejenige, die die Entscheidung trifft. Das sagst du immer wieder. Aber stimmt das wirklich? Hast du keinerlei Einfluss darauf, was passiert? Wenn doch, dann sag mir bitte, dass es für dich einen Unterschied macht, ob Laura überlebt oder stirbt. Tu, was ich sage und sie wird überleben, okay? Aber was, wenn irgendwas schiefläuft? Wenn Saito mir nicht hilft? Wenn wir nicht den richtigen Ordner finden? Du lenkst immer wieder ab. Hat ein menschliches Leben wirklich keinen Wert für dich? Irgendwann ist es sowieso vorbei. Ach bitte. Alles ist so einfach, wenn nichts etwas bedeutet. Als ob Menschenleben dir so viel bedeuten. Du wusstest, was wir mit Moore machen. Trotzdem hast du ihn uns ausgeliefert. Hätte ich stattdessen meine Tochter gefährden sollen? Wie auch immer. Deine Dienstmarke und deine Waffe verraten dich. Du bist ein Mörder, genau wie ich. Da irrst du dich. Ich bin für den Tod von einer einzigen Person verantwortlich. Und weißt du was? Das macht mich kaputt. Es ist Jahre her und es macht mich immer noch kaputt. Ist das so? Ich habe einen Verbrecher mit dem Auto verfolgt. Dabei habe ich die Kontrolle verloren und bin in ein Gebäude gekracht. Die Frau dort drin war sofort tot.
so schnell, dass sie es gar nicht gemerkte und keine Schmerzen hatte. Und dafür musstest du nicht ins Gefängnis? Nein. Nein. Die meisten Leute sind Dreck. Kann gut sein, dass die Welt ohne die Frau ein schönerer Ort ist. Wie stufst du dich ein? Oh, definitiv Dreck. Bist du nicht der Meinung, dass wir ohne die meisten Menschen besser dran wären? Ja, so Mittel, ne? Aber schon grundsätzlich eher menschliches Leben hat einen inhärenten Wert. Auch eine schlechte Person kann sich noch ändern. Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Du weißt, was du zu tun hast. Zora, ich... Und weg ist sie. Naja, ich würde sagen, ich... Fütter mal Horace. Wir streicheln ihn mal. Pat, pat, pat. Cutie Boy. Sehr schön. So. Und jetzt? Darf ich jetzt schlafen oder was? Na, erstmal rauche ich noch eine. Ganz ehrlich, das Leben ist scheiße. Ich beende es jetzt. Schnell. So schnell, wie es irgendwie geht, muss dieses Leben enden. Deswegen Lungenkrebs, hier komme ich. Ja, ich habe jetzt nicht lange hin und her diskutiert, ob ich ihr jetzt weiterhelfe. Ich habe mich ja schon entschieden, mit denen zusammenzuarbeiten. Jetzt muss ich nicht irgendwie nochmal rumdödeln, irgendwie mit, um Gottes Willen, jetzt helfe ich euch nicht mehr. So, ja, das hätte ich mir früher überlegen müssen. Wenn, dann durchziehen. Mal gucken, ich bin jetzt halt auf dem Strang, wo ich ihnen helfe. Nachdem ich aufgewacht war, starrte ich für eine Weile die Decke an. Ich unterdrückte den Drang, nach Meldungen über einen toten Wächter zu suchen. Höchstwahrscheinlich hatte ihn mittlerweile jemand gefunden. Hätte ich Zora nicht von dem Tempel erzählt, wäre er noch am Leben. Ich hatte seinen Tod zu verantworten. Fuck. Ich musste irgendwas tun. Vielleicht seinen Hinterbliebenen helfen. Aber jetzt war keine Zeit dafür. Heute war der entscheidende Tag. Zoras Worte hallten in meinem Kopf. Heute Abend, 7 Uhr. Ich musste tun, was sie von mir verlangten. Aber ich war mir nicht sicher, wo die Daten gespeichert waren. Mir lief die Zeit davon. Ich setzte mich auf und beschloss, dass ich die Akte über die Befreier jetzt lösen musste. Ich hatte das Gefühl, dass ich alle Puzzleteile beisammen hatte. Wenn ich herausfand, wer hinter der Terroristengruppe stand, würde ich vielleicht endlich verstehen, worum es in den Daten ging und wo sie gespeichert waren. Vielleicht konnte ich den Verantwortlichen auch dazu zwingen, Zoras Boss zu bezahlen, damit er Laura gehen ließ. Das klingt ja eigentlich auch ganz gut. Den obersten Verschwörer zu zwingen oder zu überreden, diese Söldner zu bezahlen. Wäre ja ganz gut, dann wären ja die Probleme eigentlich gelöst. Na gut, wir versuchen das alles in der nächsten Folge. Das letzte Viertel des Spiels hat begonnen. Also als ich den Spielstand heute geladen habe, hier war ich bei 74% oder so. Nee, waren 74%. Also jetzt sind wir im letzten Viertel des Spiels. Das wird also nicht mehr lange so weitergehen. Ich denke mal, wir nähern uns mit großen Schritten wirklich dem großen Finale. Und wie Neil sagt, es ist der letzte Tag, der entscheidende Tag. Wir werden aufdecken, wer hinter der ganzen Sache steckt, worum es eigentlich geht. Ich sag mal, der Minenunfall vor 40 Jahren auf Drovia, möglicherweise absichtlich ausgelöst, Fragezeichen. War gar kein Unfall. Könnte vielleicht eine Rolle spielen. Ja, sehen wir uns nächste Folge wieder, Leute. Ciao, ciao.